Hallo? Ich will da rein, Mann. Fahr mal einfach mal durch. So, Truck Hustle. So. Mal gucken, was da passiert. Ich weiß es selbst nicht mehr. Our friend did what? 37 and 8? No. What about them swingers? How's Molly? The kids? Beautiful. Okay. Yeah, I gotta go. Ciao. Hey, Ray. So, who's the pal? Phil, you remember Nico? He's a good friend of mine. Can we talk? Sure we could talk, as long as we don't talk too much. Klar, können wir reden. You know what I mean? Did you hear about our friend, the guy with the thing? Yeah, you mean Harry, the guy with the hat? No, oh, erst mal was trinken. You know, the guy with the beep the poop. The guy with the... and the... Yeah, that guy. Hey, heard. So be cool, Ray. Listen, I need to speak to you alone. Yeah, Phil, see, that's the thing. I kind of know what you're gonna ask, and I can't. What do you mean you can't? I can't do it, Phil. I got a lot of interest right now, business is really taking off, and I don't want any distractions. Well, as you could see, I got my own issues here. Look, Nico is good. He'll do what you need. And you say he's a friend of yours. Sure. Good to meet you. Yeah. Come here. The Triads have this big chunk of brown they're desperate to get rid of. Talking about it all over town. Wanting to offload it at any price. They think it's cursed or something. Prove it is. Take it from them. It's loaded into a truck going to Franklin Street in West Dyke. Get a hold of it and give me a call. Sure. But Mr. Bell, it's going to cost you. You got it, no problem. Great. Say, nice stereo you got there, Phil. Thanks. Yeah, so Philly, you ever hear from your ex-wife? What kind of question is that? Just ask it. Get the hell out of here. Every time. Motherfucker. Ja, Motherfucker haben sie mal wieder nicht übersetzt, ne? Deutschland lässt grüßen. Natürlich, das ist halt nicht. Alter. Alter. Schwisch du Kunde, Alter. ich hab jetzt echt gedacht, ich muss da jetzt einsteigen, Alter. Der schleift mich da mit erstmal. Pervers! Oh, die Musik kotzt mich an, ey. Wo ist mein Lieblingskanal? Wo ist Heavy Metal? Ey, nee, schon wieder Handy. Ah, jetzt geht's auf, siehst du? Alter, wo ist der Kanal denn? Haben sie den jetzt gelöscht, oder was? Da ist er. Ja, das letzte Mal sind ein bisschen meine Videos leiser geworden. Werde ich jetzt dementsprechend halt auch ein bisschen anpassen. Gucken. Und, wie gesagt, ihr könnt auch immer noch abstimmen, was ich als nächstes Let's Playen soll nach GTA 4. Und, der Link steht in der Beschreibung. Dazu, für die Abstimmung. Und, ja. Fleißig im Abstimmen. Was das Zeug hält. Und dann, wie gesagt, wenn das Let's Play vorbei ist von GTA 4, von der ersten Episode von 3, werde ich dann dazwischen erstmal ein anderes Let's Play spielen. Spielen. So. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht sterben muss. Oh, meine Fresse, bin ich schon wieder müde. Oh, holen wir uns mal die Waffe hier schnell raus. Gucken. Ah, okay. Ich weiß, was für eine Mission ist. Ah, okay. Ich weiß es jetzt so. Alter, da ist aber viel Kokain drin, ne? Muss ich echt sagen. So, wir jagen erstmal
Ne? So. Meine Fresse, ist das wieder Action. Chaos. Ich treffe jetzt hier gar nichts. So. Aua. So. Fick dich, Triade! Komm schon, komm schon, komm schon! Komm schon, Nico! Los jetzt hier! Hoch mit dir! Oh, oh. Lauf vor! Wow! Fick dich! Aua! Boah, ja, Tipp und so. Komm schon, das schaffst du. Das schaffst du. Yes. Bam. Toll. Was ist das denn? Weil ich nur in der Laterne war, oder was? Nee. So, dann fahren wir mal den Stoff wieder zurück. Und das Versteck. Fahrt den Truck zu. Also, die ist ja gleich hier oben. Alter, ich wende doch bloß. Warum sagt ihr auch shit, Alter? Was geht da ab, Mann? Was ist da los? So. Hey, you Frankie? Your uncle asked me to give you this wedding present. You're a lucky guy. I don't know about that. I gotta sit on this stuff until Phil gets over his paranoia and we could ship it. Meantime, I gotta pack it into some cars that go faster than this thing. Sounds like a fun honeymoon. Later on. Ja, dann lade mal um, ne? Viel Spaß dabei. So. Mal wenigstens eine ein Motorrad. Nehmen wir doch gleich mit. Hm.
nephew's got his wedding present. Nicely done. He's a good kid. He deserves something special. Hopefully he'll Scheiße. So, you looking for more work? I'm always looking to earn a bit of extra cash. Great. I know a guy who needs a man like you. Only operates on an outside line. Go to the payphone on the corner of Matulo and Hardtack. Oh. Wo sind wir denn? Ah, wir können ja doch mal dahin fahren. Zu dem schönen Versteck. Tut mir leid, jetzt habe ich schon... Ah, das ist so ein hässlicher Bug, wenn du Start drückst, dass das Gespräch dann unplötzlich beendet ist. So. Nico, nicht sterben! Komm, hol dir die Maschine. Stell sie auf und fahr weiter. Nico, I told Jimmy C about you. He wants to meet you. Has he got work? Yeah, he's got stuff that needs doing. Head over to his house off of Beaverhead in Winnipeg. Er hat's mal wieder geknallt. Scheiße, Alter. War ja knapp, ey. Das ist bestimmt wieder so eine Bruchbude. Wetten 100 pro. 100 pro, dass das wieder so eine... Ah, klar, ist das wieder so eine Bruchbude. Aber was soll's? Kann man halt nicht ändern. Dass das wieder so eine hässliche Bruchbude ist, ey. Nico, zieh ein paar respektable Klamotten für das Treffen mit Jimmy an. Anzug, Krawatte, Schuh, das Wolle. Das volle Programm, ja, ja, kennt man ja schon. So, wir gehen jetzt mal speichern hier. So. So, Leute, das war's auch schon wieder. Haut rein, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, wie jedes Mal, wenn ich aufnehme. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.